Hallo, in diesem Tutorial will ich euch zeigen, wie ihr euch eigene Brushes erstellen könnt, die auch wie die ganz normalen Brushes mit die Farbe der Vordergrundfarbe anpassen. Dazu gehen wir als erstes auf Fenster, dann auf Undock-Dialoge und hier auf Pinsel. Jetzt gehen wir auf das neue Platz-Symbol und da öffnet sich ein Pinsel-Editor. Hier müssen wir als erstes eine Grundform auswählen. Ich nehme jetzt mal dieses Betrieb hier. Hier können wir die Größe einstellen, die Anzahl der Spitzen, die Härte, das heißt wie weich oder hart das ist, wie weit es nach außen abgeht, das Seitenverhältnis. Damit wird hier halt auch, hier können wir das ziemlich gut sehen, Lach oder Preis das halt ist. Ja. So, machen wir jetzt mal so einen Stamm. Und jetzt können wir jetzt noch drehen und hier den Abstand einstellen. Der Abstand ist dann, wie oft der Pinsel kommt, wenn ich ihn jetzt so herziehe. Okay, das müssen wir jetzt noch schließen. Und dann haben wir den hier schon. So. Und wenn ich hier jetzt die Vordergrundfarbe wechsle, dann wechselt sich auch die Farbe des Pinsels, wie bei einem ganz normalen Grund von der Pinsel, wie zum Beispiel den hier. Okay, das war's auch schon. Wenn ich das Tutorial gefallen hat, ein Like oder schaut auf meinen Kanal vorbei.